Mein Name ist Christian Katzenbach. Ich leite die Forschungsgruppe Internet Policy and Governance hier am Institut und ein übergreifendes Forschungsprogramm mit dem Titel Die Entwicklung der digitalen Gesellschaft. Wir sehen momentan, dass wir uns in einer Phase des tiefgreifenden Wandels von Gesellschaft befinden. Und dieser Wandel ist eng verbunden mit sehr vielen Konflikten und Kontroversen über Regeln. Das geht von autonomem Fahren, künstliche Intelligenz, über Social-Media-Plattformen. Und wir befassen uns in der Forschungsgruppe und auch in dem übergreifenden Forschungsprogramm genau damit, wie werden die Regeln der digitalen Gesellschaft ausgehandelt. Ein interessantes Beispiel auf Facebook über die Veränderung dieser Regeln ist ein Bild aus dem Vietnamkrieg, das von einer Zeitung gepostet wurde und von Facebook dann runtergenommen wurde, weil auf diesen Bildern flüchtende nackte Kinder, die vor einer Bombe im Vietnamkrieg flüchteten, abgebildet sind und aufgrund dieser Regeln das Bild zunächst runtergenommen wurde. Dieses Bild hat aber einen Pulitzerpreis gewonnen und gilt als eines der wichtigsten Kriegsbilder unseres Jahrhunderts. Und deshalb gab es einen großen Aufschrei über die Zensur durch Facebook gewissermaßen. Facebook hat darauf reagiert, nicht nur im Kontext dieses Bildes, sondern ganz allgemein hat es seine Regeln geändert, die für Inhalte gelten und gewissermaßen Inhalte, die gesellschaftlich enorm wichtig sind, die aus öffentlichem Interesse auf der Plattform bleiben sollten. In diesem Umbruchprozess geht es darum, die Regeln der zukünftigen digitalen Gesellschaft auszuhandeln. Dieser Wandel scheint sich sehr schnell zu vollziehen und wird meist getrieben, scheinbar zumindest von technologischen Entwicklungen und ökonomischen Interessen. Wo sind die Grenzen von Hate Speech auf Plattformen? Welche Prozesse kann man automatisieren? Welche sollte man automatisieren? Welche nicht? Ist es zum Beispiel besser, Social Media Inhalte automatisch auszufiltern oder sie Moderatoren zu überlassen? Und da möchten wir einen Beitrag dazu leisten.